Also, wenn das so weitergeht, wird das ein Erfolg für dich, ja? Für mich, ich hoffe für Grünheide. Also ich, Ja. wie gesagt, also tatsächlich, ich bin ganz unverhofft einfach nur aufgrund dieses Flyers zu einem Demonstrationsorganisator jetzt hier geworden. Also Martin Hildebrand, ich bin spontan zum Organisator geworden, da wir am Mittwoch, wie viele Einwohner von Grünheide, einen Flyer im Briefkasten hatten, der eben dazu aufgerufen hat, gegen Grünheide als Industriestandort zu demonstrieren. Und ich weiß aus dem Bekanntenkreis hier von anderen Anwohnern, dass viele auch dafür sind. Und wir hatten jetzt die Sorge, dass die Presse nur noch diese negative Berichterstattung abbildet. Und ja, sozusagen das Bild entsteht, dass komplett Grünheide gegen dieses Werk von Tesla sei. Und ja, das ist nicht der Fall und deswegen stehen wir heute hier. Ja, was erwartest du heute? Hoffentlich ein friedliches, freundliches, eine friedlich-freundliche Demonstration mit Leuten, die sich austauschen können. Und ja, eine hoffentlich auch guten Berichterstattung über Grünheide. Ja, mein Name ist André Organiska, bin Gemeindevertreter in der Gemeinde Gosen-Neu-Zittau, die ist auf der anderen Seite der Autobahn, Ja. die hier gerade Thema ist. Und bin hier, um einen Gegenpart zu setzen gegen die im Moment tätigen Demonstranten, die sich gegen Tesla einsetzen. Ich finde das eine Riesenchance für die Region. Man sollte erstmal technische Dinge klären, bevor man irgendwo dagegen ist. Wenn es denn tatsächlich nicht zu klären ist, dann kann man darüber nachdenken, den Standort zu verändern. Aber im Moment sehe ich hier keinen Grund, dass man hier gegen demonstriert, um möglicherweise Stimmenfang zu betreiben für einige Organisationen. Ja. Finde ich nicht in Ordnung. Man sollte mit Fakten arbeiten und nicht mit Unwahrheiten. Dann stellst du dich bitte mal vor mit Namen und was deine Vorstellung heute hier ist. Mein Name ist Ralf Schmielewski. Ja, komme aus Erkner und sitze da für die Grünen im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Und ich freue mich sehr, dass das Tesla-Werk jetzt hier gebaut wird, weil ich das grundsätzlich als Profit für die Natur und für die Umwelt sehe. Die Probleme, die es hier eventuell geben wird, die wird es natürlich geben mit Wasserversorgung oder so, halte ich alle für technisch lösbar. Ja, und insofern freue ich mich darauf. Ich denke, wir sollten die neuen Leute hier begrüßen und nicht erstmal ablehnend dem gegenüberstehen. Was wird sich denn deiner Ansicht nach ändern in Grünheide? Ja, es wird sich schon sehr viel ändern. Also wir werden vor allen Dingen hochqualifizierte Arbeitsplätze hier kriegen, die wir bislang gar nicht haben. Das wird für Leute bedeuten, dass sie nicht mehr unbedingt nach Berlin reinpendeln müssen, sondern auch hier in der Region arbeiten können. Das wird natürlich für alle, also auch für Handwerker, mehr Wohlstand bedeuten sozusagen. Die Leute werden gesicherte Jobs haben, die Leute werden gute Jobs haben, die Leute werden hier gut Geld verdienen. Ja, und da freue ich mich natürlich drauf. Vielen Dank dafür. Gestalten statt blockieren. Und ich habe kurz schon mit ihr gesprochen. Würdest du uns kurz deinen Vornamen verraten? Ich bin Nicole. Nicole, du stehst hier mit einem Schild und hast gesagt, gestalten statt blockieren. Was meinst du damit? Ja, ich finde es grundsätzlich nicht gut, immer nur gegen etwas zu sein. Was nicht heißt, dass man ohne Wenn und Aber dafür ist, aber dass man einfach in den Dialog tritt, dass man gemeinsam versucht, was zu gestalten. Und ich finde Impulse, und das muss nicht unbedingt nur Tesla sein, sondern grundsätzlich, wenn Unternehmen, wenn die Wirtschaft hierher kommt nach Brandenburg, finde ich, erstmal kann man das erstmal begrüßen und wertet die Region auf. Und ich finde, da sollte man erstmal in den ja, in den Dialog gehen und mitdiskutieren und nicht dagegen sein. Okay, Nicole, vielen Dank dafür. Viel Spaß. Da stehen die Kraniche, da sind die Reiher. Und deshalb nehme ich es in Kauf, dass ich hier keinen Naturkostladen habe, dass ich Mühe habe, meinen Fisch zu kaufen und sowas für die Natur. Ich komme schon zurück, eigentlich. Aber gut.
Trinkwasser. Tesla kann man nicht trinken. Ich habe neulich im Gespräch aufgenommen, am Donnerstag vor dem Bürgerbüro, dass manche Bewohner gerade hierher gezogen sind, weil es doch idyllisch ist, weil man Wald hat, weil man Wasser hat, weil man Natur hat. Und sehen Sie da jetzt eine Gefahr auf Sie zukommen? Oder? Nein, sehe ich nicht. Wir sind ja, also ich bin 60 Jahre hier im Ort. Ich bin auch so als Wochenendler mit hierher gekommen mit den Eltern und haben das hier so genossen. Und der Ort hat sich ja seit 1990 verdoppelt hier. Ne? Da sind also über 2000 Menschen dazugekommen. Ja. Und es gab keine Revolution, dass wir die nicht haben wollten. Nicht? Ja. Sondern dadurch hat sich der Ort dann entwickelt und dadurch ist auch, haben wir überhaupt Bestand der Schule und andere Einrichtungen, die hier so sind, die hätten wir nie gehabt, wenn der Ort sich nicht so entwickelt hätte. Ja. Und so sehe ich das, wenn wir jetzt noch weitere Entwicklungen vornehmen, dass man an der Stelle eben noch mehr erreichen kann für einen Ort auch.